Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen, oh cool, zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Heute gibt es einen Bosskampf mit dem Pferdi-Heini und ich möchte einmal ganz kurz, was haben wir hier denn, achso. Angriffskraft könnte ich auch verbessern, ne? Ich wollte erstmal hier gucken. Wir haben ja Gewehr Shinobi Kampfkunst Flug parieren, wir können im Flug parieren. In der Luft, Flugabwehr. Wäre feindlicher Angriff in der Luft ab. LB, wenn ein feindlicher Angriff in der Luft trifft, Flug parieren. Pariere Flugangriffe in der Luft, okay, ja, bla bla. Das wollte ich aber nicht. Was hatte ich mit diesem Talentbaum von der Frau? Hatten wir den noch nicht bekommen? Ich hätte schwören können, wir hätten den bekommen. Na egal. Wir hatten noch so ein Seilding, oder nicht? Irgendwas mit dem Seil hatten wir. Oder war das Flugangriff parieren? Ich hätte schwören können, wir hätten einen Seilangriff gehabt. Gewährt die Kampftechnik Nachtschwalbenhieb-Umkehr. Alles klar, gut. Ach da. Gewährt die Shinobi-Angriffskunst Greifhakenangriff. Schleudere dich mit dem Greifhaken auf einen Feind und nutze den Schwung für einen rollenden Schwertangriff. Die Shinobi-Prothese eignet sich perfekt, um Bewegungen mit Angriffen ohne überflüssige Bewegung zu kombinieren. RB während der Greifhakenbewegung. Okay. Das brauchen wir beim Boss. Wir werden jetzt noch einmal gemeinsam zu ihm gehen. Und ihn quasi... Aha. Versuchen zu bekämpfen. Oh Gott, das war nicht geplant. Sorry Leute, ich wollte euch nicht ärgern. Und dann geht die Schnitttechnik los. Okay. Auf geht's. Wir wissen alle, dass es das nichts wird. Mein Name ist Yobu Masataka Oniwa. Hä, wieso hat er sich gewürgt? Ist auch egal. Angriff! Junge, du bekommst den Zorn eines Mannes zu spüren, der an der Seite der Ashina oh Gott, das war. Oh als Gott. Sie das Land übernahmen. Ich bin so blöd. Ich habe einfach einen getrunken. Ja, ich wollte gerade eigentlich parieren. Okay. Au. Oh, schon voll am Arsch, ey. Ho! Oh. Nimm dies! Okay, das funktioniert schon mal. Wir kommen noch nicht weit. Du bist noch auf den Beinen? Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Ich wollte eigentlich parieren. So. Ich denke mal, der ist jetzt nicht so schwer, wie man glaubt. Na verdammt. Nein. Oh, ja. Nur weil ich die falsche Prothese drin hatte. Mist. Oh, das wäre was gewesen, ey. Aber er geht. Das Burgtor bleibt verschlossen. Mein Name ist Yobu Masataka Oni. Ja, halt's Maul. Direkt mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Also komm her, Mann. Oh, okay, das wollte ich blocken. So, ey, Angriff, Angriff. Mist. Oh. Alles klar, ist gar kein Problem. Wie er komplett am Durchdrehen ist, ey. Aha. Geblockt. So, jetzt bist du dran. Ho, ho, ho. Der erholt sich ziemlich schnell. Onikage, Angriff! Ich komm zu dir. Oh Gott, den konnte ich nicht blocken. Ja, bleib mal chillig. Bleib mal chillig, Kollege.
Erstmal kriegst du den hier. Oh. Ey, der steht ziemlich schnell zu. Ja. Oh Gottes Willen. Okay, ich habe aber noch einen gesöffnet. Okay, oder auch nicht. Ich komm wieder, keine Frage. Du bist noch auf den Beinen? Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Ja, damit halten wir ihn das erste Mal. Zack. Den Kopf dieses Gyobu bekommst du nicht. Drehst du jetzt komplett durch, oder was? Junge, du bekommst den Zorn eines Mannes zu spüren, der an der Seite der Ashina kämpfte, als sie das Land übernahmen. Wie er komplett durchdreht jetzt. Ich hab dir gar nichts getan. Oh, zweiter Versuch. Ja, nimm den. Jetzt komm ich. Na komm, zweiter Versuch. Oh, fuck. Oh. Nein, jetzt nicht sterben, Sie. Oh, ja. Ja, zweiter Versuch. Wuhu. Vergib mir. Kenichiro. Vergibt. Haha, Gyobu Masataka Univigo Hwasuha. So heißt der Typ und ich habe Erfolg bekommen. Erinnerung! Oh Gott, oh Gott. Ah, ich dachte schon, ich muss jetzt noch eine Erinnerung machen. Ich hatte kurz einen Schock. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Also den kann ich ruhig mehrmals bekämpfen. Ich meine, zweiter Versuch? Der war ja nichts gegen den Schmetterling. Der Schmetterling war der Oberboss. Was ist denn hier los? Ah, mechanischer Lauf. Ein mechanischer Metalllauf, mit dem der Bildhauer Prothesenmodul Verbesserung fertigen kann. Sitzt scheinbar perfekt im Handgelenk der Shinobi-Prothese. Ein verstärkter Kern macht Shinobi-Fangzähne noch schärfer. Also ich weiß ja nicht, ob mich der Schmetterling so stark gemacht hat, dass ich den jetzt easy weghauen konnte, aber der war ja nix gegen den Schmetterling. Der war ja nix. Der Schmetterling, der hat mir wenigstens zugesetzt. Da habe ich 5 Stunden dran gehangen. Wie lange habe ich an dem gesessen jetzt? 8 Minuten und 40 Sekunden. Also, so lange nehme ich schon auf. Das ist doch keine Relation. Gib dem Bildhauer den mechanischen Lauf, um Prothesenmodule verbessern zu können. Du kannst durch die Reisenoption von einer Figur des Bildhauers aus, ja, das weiß ich schon. Geil, wie viel Kohle habe ich bekommen? Oh, Erfahrung. Yeah! Alter, was ist denn los? Ich bin richtig sprachlos. Das war ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. So. Ich habe nicht mal Geld von dem bekommen. Was ist denn das für ein armer Sack? Ah. Ich bin begeistert. Ich hab echt gedacht, wir haben jetzt wieder Sonntag, so wie letzte Woche, als ich Schmetterling bekämpft habe. Und ich habe den Schmetterling von 16 Uhr bis hast du nicht gesehen bekämpft. Das war völlig am Arsch danach. Wie ich sehe, hast du etwas Interessantes gefunden. Einen mechanischen Lauf. Das ist ein Mechanismus, der die Prothese in ihrem Kern verbessert. Gib ihn mir. Ich bringe ihn für dich an. Welchen Unterschied macht der Lauf? Mit einem so vielseitigen Sockel kann ich verschiedene Hilfsmaterialien einsetzen, um deinen Fangzahn noch weiter zu verbessern. Hilfsmaterialien? Hilfsmaterialien sind Stoffe, die zusammen mit dem Lauf verwendet werden können. Etwa Schießpulver und Schrott. Also wenn du so etwas findest, bring es mir.
Oh, mechanischer Lauf in die Shinobi-Prothese eingebaut. Okay, Modul verbessern. Oh, Prothesemodul verbessern. Gib im Prothesenmodul Verbesserungsmenü, Verbesserungsmaterial und Zen aus, um verbesserte Versionen von Prothesenmodulen herzustellen. Du musst das Grundmodul besitzen und alle Voraussetzungen erfüllen. Du kannst die älteren Versionen nach der Verbesserung weiter benutzen. Ah, wenn ich das alle... Echt, ich habe den Schmetterling viel zu früh gemacht. Viel zu früh. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Ganz ehrlich, ich hätte weitergehen sollen. Alter. So. Ich hoffe, man kann das Zeug irgendwie farmen. Wirbelnder Wurfstern. Ein verbesserter Wurfstern, der mit Rotationsenergie gestärkt wird, verbraucht Geistembleme, reduziert Vitalität und Haltung von Feinden und füge springenden Gegnern größeren Schaden zu. Spannt man die Feder länger, dreht sich die Klinge nach der Landung weiter und verletzt Feinde mehrmals. Es handelt sich im Grunde um einen Kreisel mit Klinge. Ein verbessertes Feuerwerk mit Sprungfeder verbraucht Geistembleme, erzeugt einen lauten Explosionsknall mit Blitz, der Feinde zurückschrecken lässt und der Haltung von Tieren Schaden zufügt. Wenn man den Federmechanismus auflädt, wird das Schießpulver effektiver verteilt und die Reichweite in alle Richtungen erhöht. Oh, okay. Ich sehe schon. Aber ich würde als erstes darauf gehen, weil den benutze ich am häufigsten. Habe ich bei der Oma gelernt. Die Oma hat mir wirklich sehr viel beigebracht. Ich vermisse sie. Ich sollte noch mal hingehen. Einfach nur, um noch mal zu leiden. Ah. So, Erinnerung 2 von 1. Hey. Heißt das, ich muss in der Erinnerung quasi verbrauchen? Also den werde ich auf jeden Fall besiegen, um stärker zu werden. Wozu soll ich einen Schmetterling machen? Da sehen wir auch die Reihenfolge. Plötzlich ist der Giobe oben. Ich bin so ein Vollidiot, ey. Oh, ich habe mich voll gequält bei der Oma. Und wofür? Für den Scheiß. Da will ich nicht hin. Na gut. Ich ärgere mich einfach, dass ich die Oma so früh gemacht habe. Ich hätte die ganze letzte Woche die Folgen nicht ausfallen lassen müssen. Wo führst du mich hin? Irgendwo hoch, aber ich will da noch nicht hin. Denn hier ist noch eine Treppe. Die würde ich gerne hochgehen, denn da war ja noch eine verschlossene Tür. Die muss erst entdeckt werden. Ach, guck mal, da liegt jemand. Oh, ist tot. Oh, guck mal, da liegt was. Ein Stück Keramik. Ein Händler. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Noch eine. Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die Nachlassverwalter. Unser Paradies ist ein Schlachtfeld. Nur zu. Kauft eine Opfergabe. Gut. Gegenmittelpulver. Komm, zeig mir die Bohnen. Wo sind die Bohnen? Robuste. Roberts Feuerwerk haben wir doch schon. Feuerwerk von über südlichen Meeren kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Erzeugt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das Tiere Angst macht. Ja, das haben wir doch schon. Kürbissamen für 1000. Achso, ah, den hat er nicht mehr im Besitz. Ah, davon kann ich auch nur 3 und 2 kaufen. Davon 12. Oh, Tropfen Drachenblut. Cool. Kürbissamen möchte ich auf jeden Fall kaufen. Wo die verstorben wohnen. Ich komme wieder. Keine Frage. Man läuft so. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier ist die Treppe. Da ist der Tod. Und hier dürfte die Tür sein. Oh, mit dir kann ich reden. Bist du nicht die Oma? Noch eine Ratte. Ah, aber diese Augen. Ein hungriger Wolf. Verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte.
Verrate mir deinen Namen! Du hast keinen Namen? Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber dein linker Arm, eine Shinobi-Armprothese, das erinnert mich an... Ich sehe einen einarmigen Wolf. Gefällt mir. Das heißt Sekiro. So nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Komm, Sekiro. Willst du ein paar Ratten mit mir jagen? Was? Ratten haben sich nach Ashina geschlichen. Wieseln hindurch, als würde hier alles ihnen gehören. Es gibt alle Arten von Ratten da draußen und sie müssen alle getötet werden. Es scheint, dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Wie entscheidest du dich, Sekiro? Wirst du Ratten mit mir jagen? Hey, ist aus meinem Namen entstanden. Nun gut. Großartig. Die wirst du brauchen, wenn du mit mir kommst, Sekiro. Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit dem Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Die Ratten, Attentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein, tragen Bambushüte. Viele Ratten lungern herum, zuletzt nahe dem Ashina-Burgtor gesichtet. Ach, die Ratten, die wir unter der Brücke da gefunden haben. Was sind? Ein Rattengesicht und wo es sich versteckt. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Okay. Die mit den Hüten. Das heißt wirklich das Ding, was wir unter der Brücke gesehen haben, ne? Und hier im Burgtor wurde zuletzt eine gesehen. Hallo! Eine Abkürzung. Ist hier oben vielleicht eine Ratte? Geldbeutel. Erstmal alles umwerfen. So, nach Verstecken Ausschau halten. Ich sehe hier keine Ratten. Das hier ist auffällig, ja. Ich kann ja auch nicht zuschlagen. Kann mich nur irgendwie so hinsetzen. Okay, wie komme ich jetzt, Inventar. Die Beschreibung habe ich nicht hier, ne? Aber ich habe gesehen, dass da ein Burgtor stand. Frage ist, was ist jetzt genau das Burgtor? Ist das Burgtor? Oder ist das Burgtor? Ich meine, wenn ich reise, dann sehe ich das ja. Hier, pass auf. Reisen. Ashina Burgtor. Öffne antike Karte. Was? Was zum Teufel ist das denn? Kann ich nicht mal lenken. Ja, das hier ist das Burgtor. Hier wurde die Ratte zuletzt gesehen. Das ist ja nur das Schlachtfeld, ne? Vielleicht auf dem Burgtor?
Tschack. Oh, das sind die Ratten. Ah! Aber irgendwas habe ich gesehen. Weiß nicht was. Und ich will bei den Ratten vorher lauschen. Huch! Liebe Ratten, ich will euch noch nicht töten. Ich wollte lauschen. Ja, hi, du bist ja wieder da. Komm, kannst du schießen. Bitteschön. Ich möchte sehen, was die Ratten zu sagen haben. Ob sie vielleicht Angst haben oder irgendwas. Scheinbar ist Ishin wirklich schwer krank. Ah. Das Land der Ashina wird nicht länger bestehen. Nicht einmal mit Genichiro auf unserer Seite. Was ist mit unserer anderen Mission? Der Schwarzhut kämpft wie ein Dämon. Auf der Schlangentalseite der Burg. Dorthin gehen wir als nächstes. Aber verlier nicht den Kopf. Der Schwarzhut-Dachs wird sich nicht kampflos ergeben. Der Schwarzhut-Dachs? Kommt her, ihr Ratten! Oh Gott, die halten ja einiges aus. Oder irgendwas schießt mich da ab. Ah, die sind zu dritt. Ich will den anvisieren, der ist fast tot. Oh, Hunde auch noch. Ah, komm mal her, Kleinchen. Holy shit, sind die... Oh, oh, oh. Das sind ja hier die wahren Bosse. Gift haben die auch noch drauf. Wieso hat der andere so wenig Leben? Ah, sind das Schilde, die ihr da habt? Nein. Holy shit. Okay, die haben es in sich. Frage ist, kann ich mich da anschleichen und zumindest einen töten? Das würde nämlich die ganze Sache ein bisschen einfacher machen. Dass die Hunde da hinten rumgeistern, ist auch kacke. Soll ich das denn abwehren? Ha! Alle drei zusammen. Ah, komm, ich lass euch mal. Ihr kommt nicht her, oder? Also hinterm Baum war auf jeden Fall einer. Da. Guckt ihn euch an, den kleinen Spacko. Was willst du denn, ne? So, die Frage ist, wenn ich mich jetzt beeile, kriege ich einen hin? Ja. Jetzt ist es fair, mein Kleiner. Oh, schwarzes Schießpulver. Die mit ihrem Schild. Das sind wirklich kleine Ratten. Alter. Junge. Hier durchdreht. Alles klar. Du willst eine extra Kombi haben, habe ich gehört. Hier. Das ist für dich. Das bringt auch nichts. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte mir einen Drink reinziehen. Ich werde ja wohl einen hinkriegen. Das ist nicht. Oh, meine Axt. Oh ja. Das sind richtige Ratten, alter Schwede. Die haben ihren Namen verdient. Kügelchen. Darauf haben sie aufgepasst. Nice.
So, ich habe 3 Ratten getötet. Wo komme ich jetzt was? Also man kann definitiv mit der Axt ein Schild zerschlagen. Und anscheinend müssen sie den auch einsetzen. Ich weiß es nicht. Das wäre seltsam. Ach krass. Oh, sieht aus, als hättest du doch ein paar Ratten gefangen. Ja. Ich wusste doch, dass du Talent fürs Töten hast. Wunderbar. Hier ist deine Belohnung. Nimm sie. Ashina Esoterik-Test. Kompendium des Ashina-Schwertstils ermöglicht das Erlernen von Fähigkeiten des Ashina-Stils. Es liest sich wie die Geschichte der zahlreichen Kämpfe des jungen Ishin, mit denen er seine Technik mit dem Blut seiner Feinde perfektionierte. Er benannte seine gesammelte Technik nach seinem Clan, den Ashina-Stil. Was ist das? Die Wege der Ashina-Klinge. Das ist unser Kampfstil, aber es gibt keine festgelegten Regeln. Du gewinnst einfach deine Kämpfe. Das ist die wichtigste Regel des Ashina-Stils. Ich hoffe, er kann dir bei deiner Rattenjagd behilflich sein. Und natürlich auch bei deinen eigenen Kämpfen. Hast du noch mehr für mich? Der Ashina-Kampfstil. Das ist unser Kampfstil. Du gewinnst. Ich hoffe. Das war's? Das war die Rattenjagd? Oh gut. Was bringt das mir hier zu sein? Ah. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, ich kämpfe mich jetzt da bis nach oben und sehen uns dann oben in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.